mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, wie es geschrieben steht bei St. Matthäus im 11. Kapitel. Da Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, zu den vielen Unterschieden zwischen dem Islam und dem christlichen Glauben gehört auch der, dass im Koran Propheten ganz anders dargestellt werden als in unserer christlichen Bibel. Im Koran sind die Propheten immer recht geleitet. Sie leben ein vorbildliches Leben, kennen aus ihrem eigenen Leben keinen Zweifel und keine Sünde. Wie ganz anders werden die Apostel und Propheten in unserer Bibel dargestellt. Ihre menschliche Seite wird ganz offen gezeigt. Es sind Menschen, die versagen, die zweifeln, die auf Gottes Vergebung angewiesen sind. Unvorstellbar aus der Sicht des Islam. Und entsprechend werde ich in unserer persischen Bibelstunde auch immer wieder auf diese Verse aus dem 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums angesprochen. Wie kann das sein, dass Johannes den Täufer solche Zweifel überkommen, dass er selber nicht mehr weiß, ob die Botschaft, die er zuvor noch verkündigt hatte, richtig ist oder ob er sie vielleicht doch geirrt hatte? Vielleicht war ja Jesus doch nicht der Messias, der versprochene Retter. Nein, das kann doch nicht sein, dass ein wirklicher Prophet solche Gedanken äußerte. Menschlich verständlich war es ja durchaus, dass Johannes dem Täufer damals solche Gedanken durch den Kopf gingen. Im Gefängnis saß er, so berichtet es uns St. Matthäus hier. Und dazu muss man wissen, Gefängnisse, wie wir sie heute kennen, in denen Menschen für eine bestimmte Zeit eine Haftstrafe absaßen, gab es damals im Römischen Reich nicht. Sondern die Gefängnisse dienten nur der Aufbewahrung von Angeklagten bis zu ihrem Prozess. Es konnte allerdings passieren, dass man diese Angeklagten oft über eine lange Zeit dort in dieser Aufbewahrungseinrichtung schmoren ließ. Und diejenigen, die dort saßen, die ahnten, dass die Zukunft für sie nicht besser werden würde, dass ihnen beim anschließenden Prozess eine harte Strafe, vielleicht gar die Hinrichtung drohte. Genau das war auch die Situation, in der sich Johannes befand. Er hatte selber vielleicht gehofft, dass mit dem Kommen Jesu nun die Herrschaft der Römer und ihrer Günstlinge in Israel an ihr Ende kommen würde. Doch seit er im Gefängnis saß, gab es keine Anzeichen dafür, dass sich mit dem Kommen Jesu nun irgendetwas in dieser Welt geändert hätte. Ja, Johannes der Täufer zweifelt, aber er behält den Zweifel nicht für sich, sondern schickt seine Jünger zu Jesus, um von ihm eine neue Vergewisserung zu erhalten. Bist du der Kommende, auf den wir warten sollten? Oder bist du es nicht? Sollen wir doch noch auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet, indem er die Jünger des Johannes auf das verweist, was sie selber sehen und hören können. Er tut die Werke des Messias. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören,
Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Ja, in diesen Taten gibt sich Jesus selber als der zu erkennen, auf den die Menschen seit so langer Zeit gewartet hatten. Zeigt, dass in ihm kein Geringerer als Gott selber am Werk ist, der allein das zu tun vermag, was er, Jesus, nun tut. Und dann ermutigt Jesus in seiner Antwort den Johannes dazu, dieser Antwort Jesu zu vertrauen. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ein zweifelnder Prophet. Einer, der es von allein nicht schafft, aus seinen Zweifeln herauszukommen. Und der gerade darum genau das Richtige tut, mit seinen Zweifeln nicht bei sich bleibt, sondern sich an die wendet, die um ihn herum sind, sich von ihnen helfen lässt, wieder neu auf Christus zu hören und durch seine Worte wieder neu an ihn, Christus, zu glauben. Ach, wie wunderbar ist es, dass uns Matthäus diesen Johannes hier vor Augen stellt. Dieser Johannes ist uns in unserem eigenen Glauben doch so viel näher mit all unseren Fragen, mit all unseren Zweifeln. Keiner, der unbeeindruckt über den Dingen schwebt, sondern der genau dasselbe erlebt wie wir auch, wenn wir auf diese Welt, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen und fragen, wie wir das alles denn noch mit unserem Glauben an Christus zusammenbringen sollen. Ja, Johannes zeigt uns, wir dürfen als Christen unsere Fragen, unsere Zweifel offen aussprechen. Christus empört sich darüber nicht, sondern will uns dann wieder neu die Augen dafür öffnen, wer er ist und was er tut. Johannes zeigt uns, wenn uns Zweifel überkommen, ist es ganz wichtig, dass wir mit diesen Zweifeln nicht allein bleiben und um unsere eigenen Fragen kreisen, sondern uns an andere wenden, an Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die uns helfen können, wo wir selber keine Antwort mehr zu finden vermögen. Und Johannes zeigt uns, Gott gebraucht gerade nicht vollkommene Menschen als seine Diener, Menschen, die niemals zweifeln, niemals versagen, sondern er gebraucht Menschen, die genau wissen, dass sie keinen Grund haben, sich selber groß in den Vordergrund zu stellen, sondern die ganz allein von Christus, von seiner Gnade, aus seiner Vergebung leben. Einen zweifelnden Johannes stellt uns Matthäus hier im Heiligen Evangelium vor Augen, aber daneben auch einen verkannten Johannes. Jesus selber spricht seine Zuhörer auf eben diesen Johannes an, schildert deutlich, welche Erwartungshaltungen denn die Zuhörer gegenüber diesem Johannes hatten. Ja, sie gingen zu Johannes hinaus in die Wüste, weil er gerade nicht so war wie die Schleimer und Günstlinge an den Königshöfen, die sich immer geschickt zu verbiegen wussten, um in der Gunst der Könige zu bleiben. Doch er, Johannes der Täufer, redet den Mächtigen gerade nicht nach dem Mund, redet ihnen im Gegenteil ins Gewissen. Und das war schon spannend und sensationell. Da wollte man schon mit dabei sein und das live miterleben. Und die Leute gingen zu Johannes in die Wüste, weil er genau das Gegenteil der Machthaber war, die ihren Reichtum nutzten, um ein Luxusleben zu führen. Kleidung aus Kamelhaaren, Ernährung von Heuschrecken. Das perfekte Gegenbild zur High Society. Ja, auch das wollte man miterleben. Doch Jesus macht seinen Zuhörern deutlich, wenn ihr in Johannes nur einen Propheten seht, einen, der sich mit den Mächtigen dieser Welt anlegt und ihr Gegenbild ist, dann habt ihr diesen Johannes noch nicht richtig verstanden. Er, Johannes, ist mehr als ein Prophet. Er ist nicht weniger als Wegbereiter Gottes selber. Anders ausgedrückt, er ist gleichsam der letzte Prophet, weil nach ihm nur noch Gott selber kommt. Und eben darum ist er viel mehr als ein Prophet, ist er der, den Gott als seinen Vorläufer angekündigt hat. Ihr könnt Johannes nur richtig verstehen, wenn ihr zugleich auf den blickt, der nach ihm kommt, auf Gott selber. Und wer kommt nun nach ihm, Johannes? Natürlich kein anderer als er, Jesus. Und wenn Jesus hier Johannes mit Zitaten aus dem Alten Testament beschreibt, dann gibt er sich damit für die, die Ohren haben zu hören, sehr direkt als der zu erkennen, der er wirklich ist. Kein Geringerer als Gott selber, der seinen Weg zu seinem Volk geht.
Johannes ist nicht um seiner selbst willen wichtig. Er ist darum wichtig, weil er uns die Augen für Jesus öffnet, weil er uns erkennen lässt, dass in ihm der verheißene Retter, ja Gott selber, zu seinem Volk kommt. Matthäus macht uns hier mit dieser Geschichte deutlich, um erkennen zu können, wer Johannes wirklich ist, sollen wir nicht auf seine eigene Glaubensstärke schauen. Und wir sollen auch nicht auf das schauen, was andere Menschen über ihn denken. Sondern wir erkennen Johannes nur dann richtig, wenn wir sehen, dass er von Gott selber gesandt wurde, um Gottes Weg zu seinem Volk zu bereiten. Und was für Johannes gilt, das gilt eben für alle, die Christus in seinen Dienst nimmt. Wenn ihr auf einen Pastor schaut, dann ist das Wichtige bei einem Pastor nicht, dass er selber ein Glaubensheld ist, dass er selber einen so starken Glauben ausstrahlt, dass sich andere davon anstecken lassen. Pastoren sind auch nicht anders als Johannes der Täufer. Menschen, die immer wieder auch ihre dunklen Stunden haben. Menschen, die oft genug glauben, dass all das, was sie verkündigt und getan haben, am Ende doch nur vergeblich war. Menschen, die allein mit ihrem Glauben oft nicht weiterkommen, sondern auf die Schwestern und Brüder im Glauben in der Gemeinde angewiesen sind. Und das Wichtige an einem Pastor ist auch nicht, wie andere ihn sehen und was sie von ihm erwarten, dass er besonders originell oder sensationell ist, vielleicht auch nur besonders nett und unterhaltsam, sondern das Wichtige an einem Pastor ist einzig und allein, dass er von Christus losgeschickt worden ist, um nun auch heute euch seinen Weg zu bereiten, um Menschen an Christus teilzugeben, an seinem Wort, an seiner Vergebung, an seinem Leib und Blut. Darum trägt der Pastor ein Gewand, das deutlich macht, schaut nicht auf die Person des Pastors, nicht auf seine Schwäche oder auf seine vielleicht vorhandenen Stärken. Schaut allein auf Christus, dessen Gewand der Pastor trägt und hinter dem er selber ganz zurücktreten soll. Und genau das gilt auch für euch alle miteinander. Ja, Christus kann und will auch euch mit euren Gaben hier in der Gemeinde gebrauchen. Und dafür müsst auch ihr eben keine Glaubenshelden sein, müsst nicht vollkommen sein, dürft eure Fragen und Zweifel haben. Und ihr braucht auch nicht darüber nachzudenken, was andere über euch denken mögen, wie sie euch sehen mögen. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist allein, dass Christus euch gebrauchen will, damit ihr ihm den Weg zu anderen Menschen bereitet, dass er durch euch, durch eure Worte und durch euer ganzes Sein für andere erkennbar werden will. Ja, er weiß, dass du dir das nicht zutraust. Aber das ist nicht wichtig. Er kann und will dich trotzdem gebrauchen. Denn es ist doch so wichtig, dass es alle Menschen erkennen. Er ist gekommen, er, der unser Leben wirklich heil machen will. Er, der uns ein ewiges, unzerstörbares Leben schenken will. Er, der Mensch gewordene Gott. Ja, wenn du gleich wieder hierher nach vorne kommst und den Leib und das Blut dieses menschgewordenen Gottes empfängst, dann verkündigst du den Tod und die Auferstehung dieses Herrn, bis dass er wiederkommt. Ja, Verkündiger deines Herrn bist du, auch ohne ein Wort zu sagen. Verkündigst es auf deine Art. Siehe, da ist Gott der Herr. Siehe, er kommt auch zu uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.